Kennst du folgende Situation? Du hast eine Korrektur bei deinem Professor, gewisse Dinge werden besprochen und vereinbart und in der nächsten Woche, beim nächsten Termin kommst du an und der Professor erzählt dir ganz widersprüchliche Dinge, findet auf einmal Dinge, die er dir selber vorgeschlagen hat, gar nicht mehr so gut. Wie du das in der Zukunft vermeidest, erfährst du in diesem Video. Und damit du weniger Arbeit hast und zur nächsten Korrektur sofort durchstarten kannst, haben wir unten in der Videobeschreibung unsere Protokollvorlage zum Download für dich bereitgestellt. Herzlich willkommen bei Ichtick von Morgen. Ich bin Jan. Und ich bin Robert. Wir wünschen dir ganz viel Spaß in diesem Video. Manchmal, da gibt es so Situationen, wo man sich einfach nach einer Korrektur fragt, was war das gerade? Oder halt auch vor allem beim nächsten Mal, dass man irgendwie gearbeitet hat, man denkt, ja, dies und das wurde vereinbart, dann kommt man an und irgendwie passt am Ende doch nicht mehr alles. Die Frustration ist groß, man geht nach Hause und man weiß gar nicht mehr, wo man weitermachen soll. Ja, und da gibt es eine ganz einfache Lösung, und zwar ein Protokoll schreiben. Das klingt jetzt für viele vielleicht nicht ganz so spannend, aber es gibt ganz große Vorteile, die ihr dadurch habt. Bevor du jetzt gleich wieder abschaltest und denkst, ah, öde, bleib vielleicht kurz dran und gib der Sache ein bisschen Chance. Weil das muss jetzt nicht ewig lange dauern, aber der Mehrwert, der für dich daraus entsteht, durch einen kleinen Einsatz an Zeit, der ist wirklich enorm. Das Ziel eines solchen Protokolls ist vor allem, die besprochenen Punkte festzuhalten und am Ende beim nächsten Mal einfach wieder zurückschauen zu können, um einfach zu sehen, was schon besprochen wurde und was vereinbart wurde. Ja, also einerseits reflektierst du, während du das Protokoll schreibst, selber noch einmal, was wurde genau gesagt und was sind die Ziele zum nächsten Mal? Ja, und andererseits kannst du dann eben auch nachweisen, ja, was eben passiert ist. Wichtig ist, dass du auch vielleicht darüber nachdenkst, wer hat was gesagt. Manchmal ist es so, dass man Korrekturen hat in der einen Woche beim Professor. Dann werden bestimmte Dinge vereinbart, bestimmte Dinge werden besprochen. Und in der nächsten Woche ist vielleicht der Professor nicht da und er schickt dann seinen Tutor vor. So, das heißt, du hast auf einmal mit jemand anderem, sitzt du da im Gespräch, kannst dann in dem Moment auch wieder auf das Gesprächsprotokoll zurückgreifen und auch nachschauen, was in der letzten Woche besprochen wurde, sodass man direkt eine Ebene findet, in der man einsteigen kann. Aber auch auf der anderen Seite, wenn der Tutor dir Sachen erzählt, wo du vielleicht auch gar nicht so sicher bist, sieht der Professor das vielleicht genauso oder ganz anders, dann ist es umso wichtiger, wenn du hinterher nachweisen kannst. Also wenn du diese Gespräche festhältst, kannst du im Nachhinein mit dem Professor dann immer noch schauen, was wurde jetzt vom Professor gesagt, was wurde vom Tutor gesagt, was sind vielleicht Dinge, die man selber angeführt hat. Ein anderer Punkt sind, dass du ganz klar formulierst, was sind die Ziele zum nächsten Mal. Das heißt, du stellst dir selber jetzt Aufgaben, die du selber vorhast, bis zum nächsten Mal zu ändern, stellst die auf in deine Liste und kannst sie dann eben auch nacheinander abarbeiten. Ein weiterer Punkt, der auf jeden Fall in deinem Protokoll drinstehen sollte, sind offene Fragen. Manchmal werden Punkte angesprochen, die vielleicht noch gar nicht richtig entschieden werden können oder wo vielleicht eine gewisse Grundlage fehlt, irgendwelche Informationen, die nicht da sind zu dem Gespräch, die man dann beim nächsten Mal klären möchte. Das ist immer ganz gut, das sowas nochmal festzuhalten, damit man auch am nächsten Mal daran anknüpfen kann. Vor allem auch so eine Art To-Do für den Professor. Das mag jetzt vielleicht erstmal komisch klingen und der eine Professor oder andere Professor mag das vielleicht auch nicht so mögen, aber es ist umso wichtiger, wenn Professoren dir vielleicht Dinge versichern, dass sie dir Informationen noch zuschicken. Das haben wir immer mal wieder erlebt. Da heißt es, ich habe da noch so ein PDF oder so einen Beitrag gelesen, ich lasse dir das zukommen. Am Ende passiert das gar nicht. Und so kannst du dich über das Protokoll darauf berufen, beim nächsten Mal den Professor einfach fragen, hier, sie wollten ja mir noch das und das zukommen lassen, wo ist das denn? Und das ganz ohne Stress, ohne dass man da irgendwie einen großen Terz machen kann, ganz locker über dieses Gesprächsprotokoll. Es geht hier jetzt auch nicht darum, irgendwie deinen Professor an den Pranger zu stellen oder ähnliches. Es geht einfach nur darum, dass du selber immer im Blick bist, was wurde gesagt, was wurde wann gesagt und ja, was steht einfach noch an. So kannst du einfach Widersprüchen aus dem Weg gehen. So kannst du einfach solchen Frustrationen vorbeugen. Und vor allem an den Stellen, wo einfach Aussagen von Professoren getroffen sind, die vielleicht am Ende wieder vergessen haben oder so. An der Stelle kommst du dann mit deinem Gesprächsprotokoll und bringst einfach Klarheit in diese Situation. Ja, und wir sind ja alle nur Menschen, deswegen kann das eben auch passieren. Und gerade dann ist sowas einfach sinnvoll. Auch als kleiner Tipp noch für dieses Protokoll, du kannst auch noch kurz unten vermerken, welche Anlagen du dabei hattest, also welche Darstellungen vielleicht auf dem Tisch lagen während des Gespräches. Und was wir dir auch empfehlen, ist diese Punkte chronologisch durchzunummerieren. Also bei deinem allerersten Protokoll fängst du bei 1 an und dann besprichst du vielleicht irgendwie 5 Punkte in diesem ersten Termin. Und bei deinem nächsten Protokoll fängst du nicht wieder bei 1 an, sondern führst bei 6 fort. So kannst du auch ganz am Ende des Semesters immer noch auf Protokollpunkte zurückkommen. Du kannst sagen, hier an Protokollpunkt 12, der dann einfach feststeht,
kann dann jeder wieder zurückschauen und gucken, was war denn da, was wurde denn da besprochen. Ihr müsst ganz genau abwägen, also wo ist das jetzt nötig, wo nicht. Wir hatten zum Beispiel schon mal einen Kurs, da hat der Professor tatsächlich selber ein Protokoll geführt und einem das nachträglich per E-Mail zukommen lassen. Das ist natürlich dann ein Sonderfall, das ist anders. Vielleicht seid ihr ja auch sowieso mit dem Professor auf einer guten Ebene und das klappt alles, dann braucht ihr das vielleicht nicht. Je organisierter der Professor von sich aus schon ist, desto weniger ist das natürlich nötig. Aber glaubt mir, ihr werdet früher oder später diesen einen Professoren kennenlernen, wo das alles nicht ganz so organisiert oder strukturiert abläuft und wo du einfach frustriert bist. Und da ist es natürlich umso praktischer am Ende, sowas zum Nachhalten zu haben. Ja, und dann denkst du dir im Nachhinein, oh verdammt, hätte ich ein Protokoll geführt? Oder du hast unseren Channel geguckt und weißt jetzt, dass du ein Protokoll führen solltest. Vor allem solltest du dir auch im Klaren darüber sein, dass später im Berufsleben das Schreiben von Protokollen einfach dazugehört, weil es einfach am Ende um deine Haftung geht. Also wenn du nicht dokumentieren kannst, wieso manche Entscheidungen getroffen wurde, wann irgendwelche Dinge festgehalten wurden, dann bist du am Ende derjenige, der ein Problem hat als Architekt. Und von daher können wir dir auch nahelegen, schon im Studium so ganz leicht und locker damit anzufangen und einfach Erfahrung zu sammeln. Und das geht auch am Ende ganz schnell. Also da kannst du auch mal in 5 bis 10 Minuten mit so einem Protokoll fertig sein. Aber dann weißt du auch immer direkt, wie geht's weiter, was wird besprochen und du bist einfach viel strukturierter als 99% der anderen Studenten. Falls du noch weitere Tipps hast, wie man die Arbeit effizienter gestalten kann, wie man einfach sich die Arbeit leichter machen kann, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare und vielleicht landet auch dein Tipp bald in einem unserer nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.